Na doch, das macht's doch ein bisschen schöner. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hello, 30. Voll gut. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Oh, ich habe gerade ganz nervöses Augenzucken. Hilfe, ich glaube, das ist gerade der Hitze geschuldet. Man säuft ja wie ein Loch. Und was für ein geiles Intro. Guten Tag erstmal. Also, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Und es ist super, super heiß draußen. Heute ist Montag. Es ist jetzt 4:30, genau. Ich stehe hier gerade und strengel wie eine Wilde die fertigen kleinen Minis, die ich heute gemacht habe. Ich habe zwei neue Sets gefärbt, zwei neue Zehner-Sets. Zehner-Sets, auch ein geiles Wort. Sehr schwierig über die Lippen zu kriegen. Und die strengel ich gerade, ich zeige euch die auch gleich. Und währenddessen ich hier strengel, habe ich Suppe aufgesetzt. Ich habe nämlich sehr, sehr cool von meiner Nachbarin einen Hokkaido-Kürbis bekommen und von meiner Schwester habe ich zwei wunderschöne, runde, riesengroße, runde Zucchinis bekommen und die verarbeite ich gerade zu einer sehr leckeren Suppe. Ich freue mich, ich liebe es, wenn die Kürbissuppenzeit wieder anfängt. Da stehen wir hier alle total drauf und ja, genau, ich zeige euch mal eben die Sets. Ach, klasse, bitte schauen Sie, das ist Set Nummer 1, inspiriert von einem wunderschönen Wallpaper, was ich gesehen habe. Das war sehr minimalistisch gehalten und ich dachte so, ach, wie schön, ich fange einfach mal sehr minimalistisch so ein bisschen so, ja, so Cocktail, Pastell, Sonnenuntergangs-Vibes ein und das, ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Und hier, von euch allen sehr, sehr oft gewünscht, entsteht gerade das 10er-Set der Neonfarben. Und zwar geht es hier noch weiter. Da hängen noch die anderen, die ich noch strangeln muss, die noch mit dazu gehören. Und ja, dann ist das 10er-Set. Oh, 10er-Set. Mein Gott, das ist wirklich ein schweres Wort. So ein Becher irgendwie. Ja, so ein sehr, sehr schönes Sonnengelb. Dann haben wir hier dieses wundervolle Neonrot. Möchte es einfach mal liebevoll nennen. Also das strahlt wirklich sehr, 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 sehr stark und das ist wirklich mega, mega cool. Dann haben wir hier so ein schönes Jadegrün, was mehr so ins Pfefferminzige geht. Dann ist Neon Purple, Neon Gelb, ein Neon Blau. Dann haben wir hier unten noch ein Neon-Türkis, Neon-Orange, Neon-Grün und Neon-Pink natürlich. Das darf dabei natürlich nicht fehlen. Und ja, ich strenge hier jetzt noch zu Ende und dann werden die fotografiert und verpackt. Sehr unspektakulär der Blick in den Topf des köchelnden Produktes. Einfach nur Zucchini, Kürbis und Wasser mit Gemüsebrühe aufgesetzt. Das koche ich jetzt einfach tot, dann gehe ich da hinterher mit einem Pürierstab durch und für die Männer brate ich gleich noch ein bisschen Hackfleisch an und dann nehme ich mir ein bisschen was ab von der Suppe und packe den Rest dann mit dem oder das Hackfleisch dann dazu und ja, genau, dann ist das hier ein sehr leckeres Essen, hoffe ich zumindest. Ich habe von Koro die Gemüsebrühe reingemacht. Ich mag die wirklich sehr, sehr gerne, weil da sind halt diese ganzen Geschmacksverstärker Dinge nicht drin und ja, ich stehe da wirklich voll drauf und das wird sicherlich ein sehr, sehr leckeres Essen werden. Tada, fertig. Das war eine Strengelei, kann ich euch sagen. Das ist halt nicht immer nur dieses kleine Mini-Strenglein ja, verarbeiten, also drehen, sondern das heißt immer auch genau das,
Trennfädchen rausschneiden, denn die Minis sehen halt nur schön aus, wenn man diese Trennfädchen rausschneidet und ja, sie dann zu einem wunderschönen kleinen Mini-Strang verarbeiten kann. Ja, ich bin super begeistert, ich hoffe ihr auch. Da kann man so viele tolle Sachen mitmachen, wunderschöne wunderschöne streifige Socken zum Beispiel, oder man kann es in ein Colorwork-Projekt stecken, oder man kann damit ein Cardigan stricken. Das hatte ich ja schon in einem meiner anderen Vlogs gesagt, dass es da auch einige Anleitungen zu gibt, wo man eine Grundfarbe hat und dann mit den kleinen Minis arbeitet und da dann halt einfach kleine schöne Streifen einarbeitet. Ich liebe es einfach, es ist so ein schöner Anblick. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag und ich war schon ganz fleißig und habe diese wunderschönen Minisets für euch fertig gemacht. Das ist einmal das Boho-Set. Ich finde es großartig, mega, mega cool. Und heute Morgen war mir so die Idee gekommen, nehmt euch doch vielleicht einfach ein günstiges Garn dazu. Vielleicht von Drops oder von Schachmeier oder von Regia oder sonst irgendwo, wie sie alle heißen. Und kombiniert das Ganze mit diesem Set und strickt euch daraus vielleicht einen wunderschönen Cardigan in Streifenoptik oder vielleicht ein Colorwork-Teilchen. Es gibt ja da wirklich tausend Möglichkeiten und diese Idee war mir heute Morgen gekommen, etwas Luxuriöses mit etwas günstigerem Garn zu kombinieren, um einfach das Ganze einfach mal erschwinglicher zu machen, weil klar, handgefärbte Garne sind natürlich teurer als industriell gefärbte Garne, aber ich glaube, das ist eine coole Geschichte, wenn man das einfach mal miteinander kombiniert und sich daraus vielleicht einen Cardigan strickt. Ich habe heute Morgen auch selber noch ein bisschen recherchiert. Also es gibt da tausend Möglichkeiten, mit was ihr dieses Garn hier kombinieren könnt. Das ist ein 8515 Vorpleigarn, wo ihr Sockweight-Lauflänge habt und deswegen könnt ihr da wirklich jedes Sockweight, also ich sag mal so um die 360 bis 400 Meter, auch gerne noch ein Stückchen drüber, über 400 Meter Garn könnt ihr dazu kombinieren und ich denke, das ist einfach mal eine schöne Alternative und das vor allen Dingen aus dem Mund eines Handfärbers. Ich könnte jetzt auch sagen, bitte kauft alle bei mir auch noch das andere Garn. Nee, mache ich gar nicht, sondern gönnt euch ein Miniset und kombiniert das gerne mit etwas günstigem. So, Boho. Und dann haben wir hier nochmal. Sehr schön. Das kommt auch super gut rüber in der Kamera. Das wunderschöne Rainbow Neon Set, wo ihr diese mega coolen Neonfarben mit dabei habt. Und ich liebe sie einfach. Sie sind so, 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 so schön, vibrierend und leuchtend und ja, machen einfach schon Spaß, sie in dem Paket anzugucken. Ich bin gespannt, ob ihr genauso das abfeiern werdet, denn als ich die schon mal im Programm hatte, waren die wirklich sehr, sehr schnell ausverkauft und am 31. um 18 Uhr ist es soweit und dann gibt es ein Shop-Update und dann könnt ihr diese wunderschönen Sets zusammen noch mit anderen Dingen kaufen. Dann kam der Mister hier gestern noch aus dem Keller und hat noch so ein paar, also das sind insgesamt nur 5 Stück,
von den Paint Bucket Company Taschen mit hochgebracht und die sind richtig, richtig süß geworden. Schaut mal, da steht diesmal das Jahr so rum drauf und das ist auch noch zweifarbig geplottert. Finde ich mega cool. Ihr habt hier einmal den federfarbenen Innenstoff und ihr habt einmal einen roséfarbenen Innenstoff. Vom Plottern her sind die genau gleich und wir haben uns gedacht, was würde denn sehr schön dazu passen, genau. Wir packen euch das als Set zusammen und zwar als Projekttasche und Sockset. Set, zweimal Set im selben Wort, auch cool. Und das werden wir auch mit dem Shop-Update packen. Ich finde es auch mega, mega schön. Es ist einfach so eine schöne Geschenkidee, auch eine schöne Projekttasche zu verschenken mit einem passenden Sockset dazu. Und ja, das Malibubi Sockset eignet sich natürlich hervorragend dazu. Ihr seht hier auch wieder, wie unterschiedlich die Taschen sind. Ne? Also ihr habt niemals einen Zwilling beim Färbeprozess an sich, sondern ihr habt immer nur Geschwister und ihr seht das, ne? Also es sind immer andere Muster drauf und aber trotzdem wunderschön. Ich mag es einfach total gerne, wie das Deckel sich so verteilen auf dem Stoff und ja, wie schön sie da drauf sitzen und ja, wie cool das einfach aussieht. Und ja, ich finde dieses 3D und zweifarbig geplotterte, was der Mister da gemacht hat, auch mega, mega cool. Ja. Wir werden das so machen, dadurch, dass wir nur diese 5 Stück haben und da 3, ich glaube 3 sind es, oder nee, 3 in Rosé, genau, und 2 in Flieder, weil das wirklich nur diese geringe Stückzahl ist, werden wir das so machen, dass wir euch das als Überraschung sozusagen ins Paket packen, wenn ihr das, wenn ihr das kauft. Also ihr könnt nicht wählen, ob der rosane Innenstoff oder der lilane Innenstoff bei euch mit ins Paket wandert. Aber ich denke, das ist ja eigentlich auch relativ egal, weil es passt beides super, super gut zum Außenstoff dazu. Also ihr habt einmal den federfarbenen Teil ja in dem Stoff drin und ihr habt auch einmal den roséfarbenen Teil in dem Stoff drin. Und von daher ist es relativ hupe und ja, lasst euch einfach mal überraschen. Das ist wie so eine kleine Wundertüte, was dann zu euch nach Hause kommt. So, meine Lieben, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geistige Umnachtung und ich und so. und zwar, schaut mal, ich habe hier 2 Maschenproben. In der letzten Folge hatte ich ja schon angekündigt, dass die Michelle vom strickenden Faultier zu finden unten in der Infobox. Ich verlinke euch alles auch nochmal zum Kall unten in der Infobox. Und ich hier zusammen einen Kall machen, und zwar den Fuchs und Faultier-Kall, der am 15.08. startet und wir gemeinsam den Mastia-Cardigan stricken werden. Und ich verlinke euch, wie gesagt, alles unten in der Infobox. Wenn nicht, hoppt ihr nochmal einfach schnell rein in die letzte Folge und guckt euch da das nochmal an, was ich dazu gesagt habe. Ich möchte aber ganz gerne euch noch was zeigen. Ich habe auch Instagram-Posts dazu gemacht, da könnt ihr auch noch mal nachlesen. Wer mir da noch nicht folgt, dann bin ich zu finden unter faul.n.nit. Und das lohnt sich auf jeden Fall, dort mir auch zu folgen und auch der Michelle zu folgen, damit ihr beim Kall mitmachen könnt und da kein Update verpasst. So, und ich möchte euch ganz gerne etwas zeigen, nämlich ist mir etwas passiert. Und zwar wollte ich unbedingt Maschenproben stricken für diesen Kall oder eine Maschenprobe. Und gestern habe ich das dann gemacht und dann ist mir Folgendes passiert. Ich war so doof und habe die Anleitung, mir das Chart angeguckt, aber habe mir nicht angeschaut, ob das Chart, das abgebildet ist, also das Zeichen, auch wirklich implementiert, dass das genau so gestrickt wird. Sondern ich bin davon ausgegangen, dass dieses Zeichen und dieses Zeichen das Gleiche bedeuten, was es immer bedeutet. Nämlich, wenn ich 2 Maschen miteinander einfach verkreuze und die Plätze wechseln lasse. Ich zoome euch mal ein bisschen weiter
dran. So, genau. Da geht es nämlich um diese zwei Zeichen. Normalerweise ist dieser Pfeil hier nicht drin, den habe ich aber zur Veranschaulichung einfach noch mit reingemacht. Es geht also um diese zwei Zeichen. Das ist einmal das Verkreuzen von zwei Maschen nach links geneigt und einmal das Verkreuzen von zwei Maschen nach rechts geneigt. Und normalerweise mache ich das ohne Zupfnadel, sondern nehme mir einfach nur mein Gestrick und tausche die, ziehe diese zwei Maschen raus, tausche die und kann sie dann abstricken. Und ja, mit zwei Maschen kann man das wirklich wunderbar machen. Und habe gedacht, ach ja, das wird mit Sicherheit auf jeden Fall dieses Zeichen sein und du strickst mal drauf los. Und dann habe ich drauf losgestrickt und bekam dann diese Maschenprobe und dachte so, ja, ist ganz okay, aber irgendwie sieht das auf der Abbildung vom Cardigan irgendwie plastischer aus. Also ihr könnt das erkennen, dass das Muster, man kann es erkennen, diese... Ich versuche hier gerade mal, um mein Stativ rumzuarbeiten, mit den Händen, mit den Armen. Also ihr könnt erkennen, dass das Muster an sich, das ist vorhanden, ja, dieses Zickzack-Muster. Man kann das auch erkennen, aber ich finde, man kann es nicht so ganz definiert erkennen. Und ich war so ein bisschen enttäuscht. So, ihr könnt hier auch erkennen, dass ihr hier so einen Versatz drin habt, ne? Also die Linie geht nicht gerade hoch, sondern ihr seht, dass die Maschen immer so... eine Zickzacklinie quasi fahren und damit dann hochgehen. Und das gefiel mir irgendwie überhaupt nicht. Und ich war mir unsicher, warum das so war oder ist und habe dann angefangen, das Glossar einfach mal zu lesen von dem Chart und bin dann darüber gestolpert, dass dieses Zeichen zwar genau das meint, das, was ich auch immer mache, dass ich einfach zwei Maschen miteinander entweder nach links geneigt tausche oder nach rechts geneigt tausche, aber das Ganze genau für diese Einleitung so gemeint ist, dass ich diese Maschen nochmal miteinander verkreuze, sie quasi durch das hintere Maschenglied abstricke, ihr dadurch einen kleinen Twist gebe und sich das Gestrick hinten, also im Hintergrund durch diesen kleinen Twist, den ich reinnehme, ein wenig zusammenzieht und dadurch, dass der vordere Teil so schön plastisch nach vorne kommt. Und ich kann euch das jetzt hier dran zeigen, an der Maschenprobe, die ich, tada, in der richtigen Technik gestrickt habe. Und ihr seht, da kommt dieses Zickzackmuster viel, 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 viel besser raus. Und vor allen Dingen die Linien haben, oder also diese Linie hier, diese Maschen, die haben keinen Versatz mehr, also die gehen nicht mehr zickzackmäßig nach oben, sondern ihr habt eine ganz gerade Linie und habt genau das dadurch erzeugt, dass hinten sich das ein bisschen zusammenzieht, das Gestrick, durch diesen Twist, den ihr reinnehmt und dadurch, dass also der Hintergrund, was ja in dem Fall diese rechten Maschen sind, die hier hochgehen, der Hintergrund so ein bisschen in den Hintergrund gesetzt wird und der Vordergrund, sprich diese miteinander verkreuzten Maschen, was ja wie so ein kleines Mini-Zöpfchen ist, diese wunderbar plastischen Linien bilden und dadurch ein tolles Zopfmuster da wirklich zum Tragen kommt, zu Tage kommt, zu, na, ihr wisst, was ich meine, zu sehen ist. Naja, komm, wir machen es nicht komplizierter, als es eigentlich ist, ne? Genau. So, ich finde, man kann es jetzt hier im Vergleich auch nochmal sehen. Also, links gestrickt, ich habe nicht gelesen, sondern habe nur auf das Bild geachtet, nur auf die komplette Chart, die übrigens kein Hexenwerk ist, sondern die ist super einfach zu folgen. Man muss halt nur einfach mal vorher lesen. Und ihr seht, es ist halt nicht so definiert, wie wir das in der rechten Maschenprobe haben, wo ich wirklich mich komplett an die Anleitung gehalten habe und an die Anleitung des Kästchens, was jetzt zu stricken ist. Und ich nicht gedacht habe, naja, ich weiß ja, was das bedeutet, sondern einfach mal vorher gelesen hat. Und meistens ist es ja wirklich so, das habe ich auch in den Instagram-Posts geschrieben, dass sich die Designer ja wirklich auch was dabei denken, wie sie ihre Anleitungen gestalten und wie sie Muster erstellen. Und ich finde, es ist einfach ein super gutes Beispiel dafür, dass man Anleitungen einfach mal lesen sollte, bevor man anfängt zu stricken und so denkt, ja, nee, ich kann das, ich bin ja schon groß, ich brauche das nicht. Das ist wie Bedienungsanleitungen lesen, mache ich auch nicht, ja.
Und ja, der Mister schimpft dann auch immer und naja, das ist wieder so ein klassischer Fall, der mir gezeigt hat, vorher lesen kann einfach viel, 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 viel Arbeit ersparen. Ich hoffe einfach, dass ihr davon so ein bisschen profitiert und auch nochmal was dazugelernt habt, denn das ist ja vom Prinzip her keine verkehrte Technik, was hier angewendet wird. Allerdings sieht das Ganze immer mit einer Masche oder zwei Maschen, die es hier sind, die miteinander verkreuzt werden, immer nicht ganz so prall aus, als wenn man jetzt ein 2-2er-Zöpfchenmuster nimmt oder ein 3-3er-Zöpfchenmuster. Da kommt das Ganze gar nicht so richtig zu tragen. Da muss man auch nichts verkreuzen, also verdrehen die Masche an sich, damit das plastisch rauskommt, sondern da wirkt ja das Gestrick an sich. Das ist natürlich nur immer ein bisschen schwieriger, wenn man halt nur dieses 1-1-Zöpfchen, Mini-Zöpfchenmuster macht. Und das seht ihr hier in diesem Beispiel sehr, sehr gut. Und ja, wenn man dieser Anleitung einfach folgt und diesen kleinen extra Twist macht, der super, wirklich super, super gut beschrieben ist in der Anleitung, man muss es halt nur lesen, ja, dann kommt man absolut wunderbar zum Ziel und es sieht einfach wunderschön aus. Auf jeden Fall kommt die Maschenprobe bei mir, ich wollte es nur kurz sagen, sehr gut hin. Und was ich noch dazu sagen wollte, ich liebe Maschenproben. Also für mich ist das total meditativ, eine Maschenprobe zu erstellen, denn ich mache mich A, mit dem Garn vertraut, B, mache ich mich mit dem Muster vertraut und wie verhält sich Nadel zu Wolle? Das finde ich sehr, sehr wichtig, das einfach schon mal im Vorhinein zu sehen. Und vielleicht einfach auch nochmal zu sehen, okay, passt jetzt vielleicht die Nadel gerade nicht so richtig. Also ich gehe jetzt gar nicht von der Größe, sondern vom Material aus. Es gibt ja Leute, die stricken super gerne mit Holznadeln. Es gibt Leute, die stricken super gerne mit Metallnadeln, mit Plastiknadeln, was es da nicht alles gibt. Und ich finde, bei so einer Maschenprobe kann man immer schön herausfinden, was passt am besten zueinander. Und ja, man kann sich schon mal mit allem etwas vertraut machen und man hat hinterher kein böses Erwachen. A, nicht mit der Größe, wenn man, naja, keine Maschenprobe erstellt hat. Und B, auch das böse Erwachen, Mist, das Garn passt eigentlich doch gar nicht so richtig gut zur Anleitung. Ich sehe gerade, ich muss unbedingt meine Kamera aufladen, ansonsten wird das ja heute nichts. Guten Morgen, hallo, heute ist Freitag, long time no see. Ich war ein bisschen busy die letzten Tage, hatte wirklich gar keine Zeit, irgendwas zu vloggen. Es war beruflich so ein bisschen was los und es mussten Entscheidungen getroffen werden und ja, da muss man irgendwo Abstriche machen. Und ja, jetzt ist aber wieder so halberlei Zeit. Es ist jetzt 8:30 und ich werde jetzt schnell einen Kuchen backen, denn wir sind morgen eingeladen und ich habe versprochen, dass ich Kuchen mitbringe. Ich nehme euch da gleich ein bisschen mit. Wen es interessiert, ich packe euch das Rezept unten in die Infobox. Wer es nachbacken möchte, ist gerne herzlich eingeladen und ja, wie gesagt, wir starten gleich mal durch. Thank you.
Also, der Kuchen ist im Ofen. Der Kuchen ist im Ofen. Welch schwerer Satz. Das ist jetzt meine Aufgabe. Ich mache mir jetzt aber, glaube ich, erstmal doch noch was Frühstücksmäßiges. Mal schauen. Und genau, das ist gleich meine Aufgabe. Ich werde gleich noch die Socksets alle strengeln, die es am Sonntag zum Update geben wird. Ich zeige euch noch was, was der Mister nämlich auch noch fürs Update gemacht hat. Und zwar, ich muss hier einmal rumgehen, haben wir hier wunderschöne Taschen. Und zwar wunderschöne Taschen von der Paint Bucket Company. Ich glaube, ich stelle mich mal davor, dann ist es so, mit dem Licht, glaube ich, ein bisschen besser. Und zwar haben wir hier einmal diese ganz süßen kleinen Sock Project Bags, die ja auf jeden Fall ein Sockenprojekt und vielleicht auch sogar ein Tuchprojekt beherbergen können. Und da ist dieser ganz mega coole, so irisierende Plotterdruck drauf. Mega, mega schön. In so Rosé- und Türkistönen. Und innen drin dieser wunderschöne Stoff. Dann haben wir das, was wir ja auch auf Kielgerut schon hatten, The Paint Bucket Company, und zwar umgekehrt. Da ist nämlich der Innenstoff gefärbt und der Außenstoff ist dieser wunderschöne Kordstoff. Und das sind auch die Modelle, die diesen verstellbaren Gurt haben. Also auch eine mega coole Geschichte. Davon haben wir ein paar, und zwar in Beige und in... Und jetzt rastet der Hund wieder aus in diesem wunderschönen aquafarbenen Kordstoff und mit diesem Innenstoff. Moment, so, jetzt haben wir es aber auch mega, mega schön und ich finde es großartig. Und dafür haben wir welche. Dann haben wir, ich glaube, das hier ist sogar, jo, das ist ein Einzelstück, sehe ich gerade. Und zwar haben wir, ist kein Einzelstück, davon haben wir zwei, genau, das ist die mit dem federfarbenen Innenstoff und diesen wunderschönen orangefarbenen Details drauf, wo auch der Schultergurt, Moment, ein Paket war gekommen, ich weiß gar nicht mehr, wo ist stehen geblieben, genau, orangefarbene Details, glaube ich, am Schultergurt, ich meine, wir werden da stehen geblieben. Und dann haben wir das Ganze nochmal in dieser coolen Kombi mit den Aquafarben und mit den Burnt Orange Details und mit diesem, ich finde das so schön, mit diesen gelben Bindebändchen und dazu dann passend auch den Schultergurt. Ja. Das ist so mega schön und der Innenstoff greift halt außen auch nochmal. Das hier ist wirklich mein absoluter Favorit. Davon haben wir auch ein paar. Die werden auch ins Update gehen und dann natürlich die wunderschönen Mini-Sets und dann auch noch mal ein paar kleine Sets Malibu Bee, die zusammen mit der Tasche, also das Malibu Bee Set in dem wunderschönen Glitzer-Flitzer Base, auch mega, mega cool. Und ja, ich glaube, so als Kombi ist das so Barbie-like. Boah, das ist unfassbar schön. Und dann, welche Überraschung, werden Spinnfasern auch noch mit ins Update gehen. Und zwar haben wir ganz still und heimlich uns Kammzüge blenden lassen. Und wir wollten das unter einem bestimmten Motto machen, und zwar The Spinning Fox, also der spinnende Fuchs. Und zwar haben wir zwei Inspo-Bilder gehabt. Ich blende euch die dann auch noch ein, dann könnt ihr das richtig gut sehen. Und zwar haben wir hier einmal den Fuchswelpen. Ich blende euch hier mal einmal das Bild ein, dass ihr sehen könnt, was das Inspo-Bild war. Das ist ja dieser wunderschöne, kleine, niedliche Fuchswelpe, der so einen Hauch von Orange hat, der aber noch so ein bisschen, er muss noch wachsen, ne? Und er hat halt viel dieses Tarnfell noch, damit er ja nicht auffällt. Und ja, es ist einfach so, 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 so schön. Und fühlt sich auch mega, mega schön an. Die Zusammensetzung ist hier 50% Merino mit einer 23 Micron-Zahl und 50% Corriedale. Und das sind immer diese kleinen 100 Gramm Kammzüge. Und ja, ich glaube, das wird so super schön aussehen, wenn man das wirklich miteinander verspinnt. Das ist halt dieses schöne, flauschige Fuchswelpenfell, wenn ihr euch das so einfach mal vorstellen könnt. Und ich finde, das Inspo-Bild hat es auch wirklich absolut gut getroffen. Das ist Nummer 1.
Und Nummer zwei ist die Fee, nämlich die Mama vom kleinen Fuchs. Und zwar haben wir den Kammzug nur einmal kardieren lassen. Der hier ist zweifach kardiert, also da sind die so ein bisschen mehr ineinander verschwommen, die Farben, weil es einfach das Inspo-Bild so auch vorgegeben hat. Und hier ist es viel mehr abgegrenzt, was ihr ja auch sehen könnt, ne? Dass die Pfoten ja sehr stark abgegrenzt sind, also das Schwarz und das Orange und dieses Rostfarbene. Die ganzen einzelnen Farbflächen sozusagen am Fuchs selber, am Ausgewachsenen, sind... Achso, übrigens, das ist auch Fuchs ausgewachsen und die Farbe ist Fuchsjung. Ja, also die Farbflächen sind natürlich wesentlich mehr abgegrenzt. Und hier haben wir eine Viererkombi aus vier verschiedenen Faserarten. Und zwar haben wir einmal Tussa-Seide, wir haben Bambus, wir haben Merino mit einer Mikronzahl von 23 Mikron und wir haben ein Merino gewählt, was Superwash ausgerüstet ist. Also das ist echt eine coole Kombi, finde ich, und es wird sicherlich so einen ganz coolen, weil wir es halt wirklich nur einmal durchgezogen haben, so einen Barberpole-Effekt geben, wenn man das wirklich so dann auch spinnen würde, dass man halt die orangenen Stellen spinnt, dann die schwarzen Stellen, dann die rostfarbenen Stellen, und wenn man das dann miteinander verzwirrt zweifach, dann hat man diesen wunderschönen Barberpole-Effekt. Und ja, ich bin da auch im Moment sehr addicted drüber, was diesen Barberpole-Effekt angeht, weil ich den einfach mega cool finde. Ja, die werden auch mit ins Update gehen, natürlich nicht diese zwei, sondern ein paar mehr. Und ich bin sehr... Ich glaube, selbst wenn der Hintergrund defokussiert ist, seht ihr das Chaos im Hintergrund. Das ist mir jetzt aber auch relativ schnuppe. Genau, ich stehe jetzt hier gerade. Kuchen ist fertig. Und ich bereite mir gerade mein Essen zu, denn ich muss gleich noch zum Spätdienst. Und es ist mal wieder soweit. Yay! Ich tracke mein Essen, weil, wie ja viele mitgekriegt haben, war mein Jahr jetzt nicht ganz so geil irgendwie. Denn ich hatte gerade so Anfang des Jahres wieder angefangen, so richtig auf Ernährung zu achten und Sport zu machen und yeah, so richtig wieder so richtig anzukommen irgendwie. Und dann meinte ja Coroni, das zweite Mal zuschlagen zu müssen. Super. Und ja, dann war ich in Rekonvaleszenz von meiner Corona-Infektion und habe mich davon dann erholt, war eigentlich auch wieder relativ zackig auf dem Damm. Und dann kam Kiel geholt, wo ich überhaupt gar keine Zeit mehr hatte und so gestresst war, dass ich ja total überhaupt nicht mehr auf meine Ernährung geachtet habe, also überhaupt nicht, und auch keinen Sport mehr gemacht habe, weil ich einfach gar keine Zeit mehr hatte. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Irgendwann war Kielgeholt ja dann auch vorbei und ich dachte so, ja, geil, jetzt startest du wieder richtig durch. Und ich sah aber schon die Misere auf der Waage, denn wenn man A, mit dem Sport aufhört und B, eingeschränkt ist, was die Ernährung angeht, also gehirnlich eingeschränkt ist, weil man einfach das überhaupt nicht mehr checkt, dass man sich da so reinpackt, sah ich, dass halt wie das immer weiter ging auf der Waage. Ich denke so, ja, ja, komm, ne, so, da geht noch was. Naja, auf jeden Fall war ich ja dann fertig mit Kiel geholt und wollte wieder so richtig durchstarten. Und dann, eines Samstags, fiel ich von der Treppe. Und habe mir wieder am selben Fuß wie vor ein paar Jahren auch die Bänder gerissen. Also, ergo, war ich wieder 6 Wochen flachgelegt. Länger als 6 Wochen, denn ich habe mich diesmal nicht so schnell davon erholt. Ich glaube einfach, weil das dem geschuldet war, dass ich diesmal leider durch Hausarztwechsel meinerseits, was so nicht beabsichtigt war, sondern einfach nur, weil mein alter Hausarzt in Rente gegangen ist und neuer Hausarzt gekommen ist, und der hat mich leider nicht so gut versorgt wie letztes Mal, was so Physiotherapie und sowas anging und Lymphdrainage und so, weil ich halt immer dazu neige, weil ich eine Gerinnungsstörung habe, dass wenn dann die
Bänder reißen oder überhaupt irgendwas, ich kriege sofort blaue Flecken und das blutet halt extrem ein, weil irgend so ein Gerinnungsfaktor ist da nicht so ganz in Ordnung. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. So. Lange Rede, gar keinen Sinn. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich jetzt seit mehr als 16 Wochen, das entspricht 4 Monaten, keinen Sport mehr gemacht habe und dementsprechend auch überhaupt nicht mehr auf meine Ernährung geachtet habe. Naja, und die Waage wurde immer gnadenloser. Shit, jetzt habe ich das nicht getrackt. Egal. Die Waage wurde auf jeden Fall immer gnadenloser und zeigte immer mehr an. Und ja, jetzt sind die 16 Wochen vorbei. Und ich war vorgestern das erste Mal wieder, habe ich mich sportlich betätigt. Ich war 15 Kilometer Radfahren und habe dann noch eine Stunde Tabata gemacht. Das ist so ein Hit-Workout, also für alle, die es nicht kennen, das ist wie ein Hit, also ein High-Intensity-Training. Was ja ganz schnelle Abfolgen von Übungen macht, um den Puls richtig hochzubringen. So. Genau, das habe ich gemacht und das war vorgestern. Ich habe heute noch Muskelkater. Das war sehr, sehr gut. Und dementsprechend achten wir jetzt hier auch mal wieder ein bisschen mehr auf die Ernährung und tracken unser Essen. Ja, genau. Und versuchen mal wieder aufs Leben klarzukommen. Mein Gott. Ja, den Kuchen, den ich gerade gebacken habe, das ist so eine richtige Ausnahme, weil ich das wirklich jetzt schon seit 14 Tagen mache, komplett auf Zucker zu verzichten auch. Und also klar, Fruchtzucker natürlich, aber auf Kristallzucker zu verzichten, deswegen ist das echt eine komplette Ausnahme. Aber auch den Kuchen, das ist ja das Schöne an Yasio, was ich nutze, habe ich komplett eingegeben und kann mir dann halt eine Portionszahl, muss das gar nicht abwiegen, sondern habe das als Rezept erstellt und gebe dann einfach nur mein Stück, was ich dann morgen essen werde, ein und dann ist das auch fein und in Ordnung und das darf man sich dann auch mal gönnen. Genau, ja, so ist der Stand hier. Meine Güte, ey, viel passiert. So im Hintergrund, was ihr so gar nicht mitgekriegt habt und was hier auch so gar nicht hingehört. Beruflich verändert sich jetzt nochmal was und ja, ich bin frohen Mutes, genau. Ja, ich werde jetzt noch zum Spätdienst fahren und dann, oh ja, und dann habe ich wieder ein paar Tage frei, da freue ich mich so extrem drauf, weil da kann ich wieder super kreativ sein und ganz tolle neue Farben machen und wir haben ja auch noch so ein bisschen was in der Pipeline hängen, was noch erledigt werden muss und ja, da freue ich mich schon extrem drauf, einfach mal wieder so ein bisschen Struktur in meinen Alltag hier zu Hause zu bringen, denn das ist natürlich immer cool, wenn man so wirklich ein paar Tage am Stück mal frei hat, also das sind jetzt glaube ich 7 sogar oder noch mehr, ich weiß es gar nicht. Und das kann ich mir dann so schön strukturieren. Ne? Dann stehe ich ganz früh auf und erledige alles, was hier zu erledigen ist und habe dann irgendwann so am frühen Abend dann fertig und kann dann mal wieder mich um mich selbst kümmern. Das ist ganz, ganz gut eigentlich soweit, ja. Genau, ja, und morgen fallen wir auf einen ganz wunderschönen Besuch. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da freuen sich nämlich die Hunde auch sehr drauf. Ihr werdet es sehen.
belichtet. Hallöchen, Popöchen. Guten Morgen, es ist Samstag. Es ist jetzt 12:30 und genau, wir sind gerade fertig geworden. Das Sohnkind und ich haben gerade ganz, ganz tolle Sachen für euch noch gepackt fürs Shop-Aufstellen. Und zeige ich euch mal eben. Und zwar, tada, wir haben ja Lucky Bags gepackt. Und zwar wollen wir gerne, oder wir haben das Lager freigeräumt, um ja, wirklich jetzt Platz zu haben. Ich habe jetzt sehr, sehr viel frei am Stück, um wirklich viel Platz zu haben hinterher im Lager, um ja, die neuen Farben dann einlagern zu können, die jetzt dann schon Richtung Spätsommerfarben gehen werden. Und genau, die werden gleich noch mit ins Shop-Update mit eingepflegt. Das werde ich gleich noch machen. Und ja, dann bin ich sehr gespannt. 18 Uhr geht's los. Ich hoffe, dass der Vlog bis dahin online ist. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Genau, das werden wieder 5 Stränge sein in einer, ja, in einer Tüte. Und das ist wirklich gemischte Kiste, also quer durch den Garten einmal. Und ja, man kann sich nach Herzenslust einfach mal durchtesten durch die verschiedenen Qualitäten oder die einzelnen Farben. Oder ja, ne, also sind halt immer ein Strang so von jeder Qualität, von jeder Farbe mit dabei. Es ist wirklich komplett bunt gemischt und ja, einfach mal ums auszuprobieren. Man kann vielleicht eine Socke draus machen oder man kann eine Mütze draus machen oder ja, so Kleinigkeiten halt. Ne? Oder kann es vielleicht auch mitnehmen in den eigenen Stash und ja, vielleicht da einfach eine Kontrastfarbe draus machen für ein paar Stränge, die man vielleicht schon zu Hause hat. Ja, genau, das ist der Hintergrund zu diesem wunderschönen Lucky Bags. Ansonsten würde ich sagen, wir schließen den Vlog jetzt. Es ist überhaupt nicht Samstag, es ist Sonntag, fällt mir gerade ein. Oh mein Gott, ich bin total bescheuert. Ich glaube, ich habe so einen Milcheinschuss-Hormonproblem oder so. Keine Ahnung, ich wollte es euch doch noch echt erzählen. Wir waren gestern bei den Züchterinnen von Ossi und von Bruno. Und die haben Nachwuchs. Und zwar sind das ja, quasi die Schwestern von Oscar, denn Mama ist gleich und Papa ist gleich. Und ja, das sind zwei ganz zuckersüße Püppis, die habe ich euch ja schon im Vorhinein gezeigt auf den Videos. Die sind so knuffig, die sind so süß und die sind schon so charakterlich. Man hat solche Charakterköpfe vor sich, das ist so knuffig. Die eine ist mehr so ruhig und sehr introvertiert, die andere schon so richtig so Bäm und hallo, habt bitte alle Angst vor mir, ich knurr euch an, das ist so niedlich. Ja, ganz, ganz süß. Bevor ihr fragt, nein, es gibt keinen mehr. Die sind vergeben, die haben alle schon ein Zuhause. Und ja, ach Gott, das war einfach so schön. Und das wieder zu sehen, so kleine Welpen, oh mein Gott, das ist einfach so zuckersüß. Und ja, da kriege ich irgendwie immer direkt Milcheinschuss. Und ich hätte sie mir wirklich am liebsten in die Tasche gesteckt, könnt ihr euch vorstellen, ehrlich. Aber Vernunft walten lassen, ist so. Wir haben zwei zuckersüße Mäuse hier zu Hause. Und deshalb muss man da vernünftig sein. Ist halt einfach so. Genau, heute ist Sonntag, heute Shop-Update, 18 Uhr. Mein Gott, ey, ich bin richtig verpeilt. Okay, bevor das hier noch zu irgendwas anderem führt, Hilfe, zu irgendwelchen Fehlinformationen, würde ich sagen, wir schließen den Vlog für diese Woche. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr tut, bei allem, was ihr werkelt. Und bleibt bitte ganz schön gesund und kommentiert bitte, liked und abonniert vor allen Dingen. Vielleicht klickt ihr auf die kleine Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn es einen neuen Upload gibt. Und dann würde ich sagen, bis dahin, habt eine schöne Zeit.